Noch ist es ruhig am Kirchenplatz in Grieskirchen. Das aber sollte sich schnell ändern, denn schon bald hört man klanghafte Töne aus der Geige dieses kleinen Jungen. Es ist wohl eines der bekanntesten Stücke der Klassik, Friedrich Schillers Ode an die Freude, vertont von Ludwig van Beethoven. Von Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger und dem Landesmusikschulwerkdirektor Karl Gerolinger gab es die Idee, in Oberösterreich diesen Tag heuer mehr ins Zentrum zu rücken. So wurde auch in Grieskirchen der Europatag musikalisch begangen. Es gibt im Linz am Hauptplatz einen großen Flashmob und auch in ganz Oberösterreich durch die Landesmusikschulen initiiert kleine Veranstaltungen. Und die Idee dahinter, dass wir das in Grieskirchen auch machen wollten, und jetzt haben wir den Flashmob aufgenommen. Ja. Angeführt wurde der Flashmob von Karl Doppelbauer. Mit seinen 6 Jahren steht er den großen Musikern in nichts nach. Meine Lehrerin Anja und ich sind durchs Gasthaus gegangen und haben die Leute was vorgespielt. Und mir hat am besten gefallen, wie viele Musiker und ich die Europahymne gespielt haben. Für uns beide war das wirklich eine tolle und neue Erfahrung. Und es war sehr positiv, wie die Leute reagiert haben. Wie wir dann später zu den anderen Musikern zurückgegangen sind, war wirklich ein Highlight für heute. Gesanglich begleitet wurden die Musiker von rund 100 Schülerinnen und Schülern des Borg Grieskirchen. Ja, es ist natürlich eine tolle Gelegenheit, ein Werk nicht nur im Unterricht zu besprechen, sondern das Ganze in der Öffentlichkeit aufzuführen. Das ist ja eigentlich das Wesen der Musik, dass wir den Menschen Freude bereiten, dass wir uns selber mit aktivem Musizieren Freude bereiten. Und das wollten wir heute auch zeigen, dass am Borg aktiv musiziert wird und dass wir gerne an die Öffentlichkeit gehen und uns präsentieren und unsere Musik präsentieren und hoffentlich den Leuten Freude bereiten. Der Reiz eines Flashmobs liegt darin, dass er spontan in einer Alltagssituation stattfindet und damit die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema lenkt. Wie dann der Karl mit seiner Violine durch das Publikum gegangen ist, ist schon so ein Knistern entstanden. Und es, glaube ich, gab schon die erste Vermutung, nenne ich es mal so, dass jetzt so eine Art Flashmob entstehen könnte. Und es war dann schon eine große Bereicherung. Und zum Schluss, wenn dann alle Burgschüler dazugekommen sind und gesungen haben, war es doch für alle ein schönes Erlebnis. Der Europatag wird alljährlich am 9. Mai für Frieden und Einheit in Europa begangen. Er markiert den Jahrestag der Schumann-Erklärung, in der Robert Schumann seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte, die einen Krieg zwischen den Nationen Europas undenkbar machen sollte. Robert Schumanns Vorschlag gilt als Geburtsstunde dessen, was wir heute die Europäische Union nennen.